Hallo, liebe Zuschauer. Ja, wie ihr seht, haben wir hier gerade die World of Warcraft Seite zu Warlords of Draenor offen. Jemand hatte damals in den Kommentaren geschrieben, dass wir doch eine kleine Zusammenfassung machen sollten, was denn in Warlords of Draenor alles passieren wird. Ich dachte mir einfach, wir machen das gleich visuell, indem wir einfach die Seite mit aufmachen. Denn was gibt es Leichteres, als die Seite mal aufzumachen? Klar, jetzt könnt ihr sagen, oh, geht doch einfach selber auf die Seite, steht doch alles da. Ja, aber vielleicht wurde ja mit mir kommentiert, dass ihr so ein bisschen haben und euch das mal zusammen mit mir angucken. Ich habe ja den Blitzcon-Livestream verfolgt und deswegen habe ich da auch schon ein bisschen mehr gesehen, ich glaube, als auf dieser Seite hier selbst draufsteht. Weiß also schon so ein paar mehr kleine Infos. Da können wir auch, könnte ich auch zumindest auch verweisen auf meinen YouTube-Kanal wieder mal hier. Da haben wir auch schon das Blitzcon den komplett hochgeladen zu dem Warlords of Draenor Stream. Ja, und was gibt's zu sagen? Also auf jeden Fall gibt es wieder neue Gebiete, die eigentlich nicht direkt neue Gebiete sind, denn wir können das mal kurz hier schauen. Jetzt kommen wir ein bisschen runter, wir kommen dann nachher Punkt zu. Wir gehen ein bisschen durch. Ist das hier eigentlich die Map von, vom Outland, also vom, wie man ja schon sieht hier, von, wie heißt der nochmal hier, Höllenfeuer-Halbinsel und so, das ist eigentlich im Endeffekt derselbe Aufbau, man sieht aber, die Namen sind schon ein bisschen anders, zum Beispiel hier ist eigentlich die Höllenfeuer-Halbinsel und die heißt jetzt Dschungel von Tanaan, man sieht hier auch, dann sieht hier auch schon das Dark Portal und ja, das sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben hier Gorgrond, das waren damals, war da oben Nethersturm. Frostfeuergrad war eigentlich Schergrad, wenn man so sieht. War alles so ein bisschen verschoben. Also im Endeffekt ist das immer noch das Outland. Aber halt 2.0, weil wir haben hier Talador, das war damals die Wälder von Teruka zum Beispiel. Man kann da gleich gucken, wir haben oben auch gleich noch ein Video, das gucken wir uns gleich mal zusammen an. Die Gebiete, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie alle zeigen, zumindest in meinem Video habe ich alle gesehen. Das einzige Gebiet, was man wirklich noch, die zwei Gebiete, die man ja eigentlich noch kennt vom Namen her, ist sowas wie Nagran und Schattenmondteil. Denn die haben sich vom Namen her eigentlich nicht groß geändert. Man sieht auch, ist auch immer noch, der Black Temple ist hier hinten noch da. Da wird auch, ist auch ganz interessant, wie das dann nachher gemacht wird mit den Raids. Man hat hier oben nämlich schon kurz gesehen, sind ja so ein paar Anführer. Schwarzfaust, Territorium, Gorgrund und da sieht man schon, da sind schon ein paar dabei. Ich denke mal, das werden auch ein paar Raid-Bosse noch kommen. Hier haben wir zum Beispiel Marat. Den kennt ihr zum Beispiel aus diesem Trailer, wo damals Burning Crusade rauskam. Habt ihr diesen Trailer gesehen, wo der das Buch in der Hand hatte mit dem Stab? Genau der Typ ist das hier gerade. Ist klar, gehört natürlich zur Fraktion Allianz. Und es geht natürlich auch größtenteils, so wie ich das jetzt eingeschätzt habe, das heißt ja Warlords of Draenor, um die Draenei. Was ist ja ein Draenei-Gebiet früher gewesen? Das könnt ihr alles früher genau. Das ist ja, im Endeffekt ist das hier die Welt, die ihr hier jetzt seht, ist eigentlich alles die Draenei-Welt. Denn die, wir wissen ja alle, die Draenei wurden von ihrer alten Welt ja verstoßen und sind damit im Raumschiff auf unserer alten Welt gelandet, in diesem kleinen Gebiet. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn die Scheißgebiet? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand es auf jeden Fall nicht so toll. Azurmythos sind sie, genau. Und da sind die ja im Endeffekt gelandet, weil sie von dieser Insel hier, von ihren Inseln hier verstoßen worden sind, weil ja die Höllenorks dann kamen und haben dann alles platt gemacht. Illidan war da, der Tokai durchgedreht ist, die ganzen bösen Mächte und deswegen sind die Draenei dann weggegangen. Und das hier wird sozusagen die Geschichte erzählen, wie es vor dem Flucht, also vor der Flucht der Draenei hier war. Deswegen sieht das ja auch dann alles noch ein bisschen bunter aus drum und dran. Sieht man ja auch, Draenor ist ein Land aus Magma und Metall, Stein und Dampf, Schmieden so groß wie ganze Städte, Höhen die beiden Monde des Planeten in Qualm, Rieseräder verschandeln die Erde, wilde Sabaron, geflügelte Aroka, gestachelte Grons und noch ungewöhnliche Kreaturen herrschen hier. Genau, und das war nur ein kurzer Einblick, ihr könnt die Seite ja sonst selber besuchen, wenn ihr das lesen wollt. Das war der Punkt. Wir können ja mal eben schnell die Startgebiete angucken, wir haben hier unten jetzt das Video, das gucken wir uns einfach mal eben an. Können wir jetzt hier mal schnell gucken. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich in dem Mikro ein bisschen was von meinem Sound noch hören, denn ich habe das jetzt hier auch drauf. Ich werde deswegen das Mikrofon jetzt einmal muten, wir gucken. Thank you.
Ja, das war auch schon das gute Video zur Warlords of Draenor Startgebiete. Was heißt Startgebiete? Eigentlich war ja auch Schattenmond mit bei, dass ich glaube eigentlich kein Startgebiet ist. Ja. Ihr habt es mal gesehen, die ganzen Gebiete dazu. Wir machen das hier so ein bisschen kürzliche Rede. Was ich aber auch ganz wichtig finde, also was wirklich schön ist, ich meine, Blizzard versucht ja schon seit Jahren, seit Kataklysm eigentlich einzuführen, die ganzen Modelle so ein bisschen high-risk zu machen, ein bisschen moderner zu machen. Man hat ja auch gesehen, das Wasser hat sich zum Beispiel verändert. Wenn man überlegt, wie zu Classic-Zeiten das Wasser aussah und die Texturen, zum Beispiel in Orima oder sonst wo, und so heute, das ist schon, heute würde man sagen Matsch-Texturen. Früher hat man gesagt, wow, geil, heute, ne? Und dafür haben wir jetzt heute die High-Risk-Texturen, denn die haben alle möglichen Texturen ausgetauscht, versucht so viel wie möglich aus dieser, ich glaube mittlerweile ist sie doch bestimmt 11 Jahre alt, die Engine, die ist ja schon Warcraft 3 und die probieren immer noch so viel rauszuholen und immer noch besser zu machen und jetzt kommt das, worauf eigentlich auch schon viele gewartet haben, das eigentlich auch schon mit Mob angekündigt worden ist, aber bisher immer noch nicht ausgeführt worden ist, denn wir gucken hier. Wiedergeburt der Helden. Neue Charaktermodelle. Modelle, man sollte auch sprechen lernen. Ne? Besser können sie uns hier nur die Orks angucken und die Zwerge und die Gnome. Aber man sieht schon, wenn man das sich so anguckt, das sieht schon echt die Muskeln so rund und schön gemacht. Also ich weiß gar nicht, kann man hier irgendwo noch alte Modelle angucken? Jetzt können wir das mal drehen lassen. Dann sieht man, die haben bessere Muskeln. Die Texturen sind halt wirklich schärfer, ist alles ein bisschen runder, nicht mehr so eckig. Ich weiß gar nicht, wenn man sich einen Ork mal früher angeguckt hat, dann ist das schon ein Unterschied. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und auch die Zwerge, man sieht ja schon, wenn er so atmet, dann bewegt sich alles, der Bart bewegt sich so ein bisschen. Klar ist das immer noch kein Ultra-Zeug, aber es ist schon mal ein ganz schöner Fortschritt dazu, wenn man das so überlegt. Also wenn man sich da mal die alten Modelle anguckt, ich weiß gar nicht, gibt es Ork? Ach, gibt es noch nicht mehr. So, und hier haben wir nämlich mal die Gnome und da sieht man auch wirklich, wow, das haben sie echt gut gemacht. Wenn man sich die Finger mal anguckt, wirklich mal auf die Finger guckt, das sieht schon, und auf die Beine, auf die Füße unten, gut, die haben sie natürlich extrem große Füße, das sieht schon alles echt geil scharf aus. Ja. So viel zu dem Punkt, neue Charaktermodelle. Wie gesagt, die anderen kommen auch noch hier, wie, Mensch, Untoter, da steht zwar noch in Kürze dran, aber es ist schon länger und so, was es bisher noch nichts gekommen ist. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Hier steht schon, erhöht ein Charakter auf Stufe 90, erweckt einen Champion. Der eiserne Horde stellen sich die Helden von Azeroth auf den Höhepunkt, bla bla bla. Ja, wie sieht das aus? Da bin ich auch momentan noch so ein bisschen am Spekulieren, ob das nur für neue Leute ist oder auch für alteingesessene WoW-Spieler, die vielleicht, kommen wir zum Punkt. Es geht so, Blizzard hat angekündigt auf der Blizzcon, was man einfach einen Charakter direkt auf 90 boosten kann. Das heißt, per Klick, zack, ist der 90. Damit man nicht mehr ätzenlange von Level 1 oder 80 auf 90 Level muss, sondern man wählt halt einen Char aus, der direkt auf Level 90 geboostet wird. Jetzt ist natürlich die Frage, geht das auch für alte Spieler, die auch schon aktiv sind, die ja theoretisch schon 90er haben? Denn wir wissen ja alle, es geht jetzt bis Level 100 wird es gehen. Das ist schon mal ein Fakt, den ich euch jetzt schon mal mitteile. Es wird bis Level 100 gehen. Und ja, fragt mich halt, ich kann da noch nichts groß zu sagen, ob es jetzt für neue und alte Spieler, nun für neue Spieler ist. Für neue ist es auf jeden Fall. Das heißt, jeder, der neu anfängt, kann definitiv einen Char auf 90 hochboosten. Müssen wir mal abwarten, was es denn bringt. Also ich glaube, hier steht auch nicht direkt, steht hier irgendwas? Ich muss mal kurz gucken, könnt ihr... Macht ihr, wenn ihr ein neuer Spieler seid oder zum Spiel zurückkehrt. Ah, okay, da steht ja schon. Wenn ihr ein neuer Spieler seid oder zum Spiel zurückkehrt, könnt ihr mit Warlords of Draenor sofort einen Charakter auf 90 bekriegen. Das heißt also, theoretisch müsste man jetzt, rein theoretisch, mit dem Spielen, also mit dem Spielen aufhören, zu Warlords of Draenor wiederkommen und dann im Endeffekt alles, plötzlich einen auf 90 boosten. Einfach mal so. Auch wenn man schon 90 hat. Wäre jetzt so meine Idee. Also es ist ein Tipp von mir, wenn ihr jetzt egal wie mehr spielen wollt, momentan keine Lust habt und einfach eh nur farmt oder so Langeweile-Raids macht, kündigt euer Abonnement. Das ist jetzt kein Zwang, was jetzt alle euer Abonnement kündigen sollt. Ich meine, da würde mich Blizzard wahrscheinlich in den Arsch dafür treten, was ich das gerade gesagt habe. Tut mir leid, Blizzard, ich bin selber noch Abonnent. Im Endeffekt kann man das so ausnutzen. Oder man wartet halt bis kurz bevor die Beta zu Ende ist, was weiß ich. Wahrscheinlich haben die dann eh wieder so Zeitpunkten bis März maximal. Muss man davor, März muss man auf jeden Fall offline gewesen sein, musst du nicht bezahlt haben oder so. Ist ja meistens so gewesen. Ja, das war wieder ein toller Punkt.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, worauf Spieler schon seit, ich weiß nicht, seit Cataclysm ist das, glaube ich, schon angekündigt. Ich glaube, da waren Spieler schon, ich glaube, in Classic war das auch schon mal angekündigt. Aber jetzt kommt es. Das ist schon das Überwort Garnison. Entschuldigung. Endlich können Gilden eine Garnison bauen. Ich meine, das wäre nur für Gilden gewesen. Ist aber egal. Und die haben 3 Stufen, also 3 Level. Und ich finde einfach, das ist das Geilste, was es je gibt. Endlich Housing für die Gilden. Also ich meine, jetzt haben sie es hier groß angekündigt, also müssen sie jetzt auch reinnehmen. Vorher haben sie nur gesagt, ja, es könnte kommen, vielleicht auch nicht. Aber jetzt ist es definitiv drin und es muss kommen. Dann gucken wir uns mal die Bilder hierzu an. Man sieht schon, auch die Texturen sind wieder richtig gut. Alles ein bisschen runder gemacht, nicht mehr so eckig. Und da kann ich übrigens auch noch aufs Video verweisen bei mir. Im Channel, da seht ihr die Garnison dann nochmal komplett. Aber das sieht schon geil aus, so richtig mit Wand drumherum, alles drumherum. Das sieht schon echt schön schick aus. Wobei man sagen muss, man muss mal gucken, wie sie das dann machen. Eigentlich sollte das ja per Phasing sein. Das heißt, du stellst irgendwo deine Burg in irgendeiner Ecke hin und dann wird das da so per Phasing hingemacht. Und Leute können dann die Garnison besuchen. Müssen, glaube ich, irgendwie, was ich, wir kriegen Schlüssel, Codewort, was weiß ich, wie sie das machen wollen, weil in die Welt setzen können sie es ja nicht einfach so, weil das wäre ja Fail. Da setzt ja einfach jeder irgendwo seine Garnison und die ganze Welt wäre voller Garnison. Und man muss gucken, ob es dafür extra Places gibt, wo die dann platziert werden können. Ich denke mal nicht, was das überall wird. Aber hier sieht man mal, das ist zum Beispiel Stufe 1. Da sieht man jetzt, ist nichts da. Hier sieht man schon, dieses kleine Zelt ist noch da. Das müsste dann schon Stufe 2 sein. Da haben wir schon eine Mauer drumherum. Stufe 3... Okay, nee, pass auf, fang an. Hier wird gerade das Garnisonsfeld aufgebaut, also es ist überhaupt noch gar keine Stufe. Das ist Stufe 1, da haben wir dann schon ein bisschen mehr mit Mauer drumherum. Stufe 2, man sieht schon, die Mauer wird schon ein bisschen prächtiger. Es müsste auch übrigens die Allianz jetzt gerade sein hier, es ist jetzt nicht das Hordenlager. Das haben sie leider nicht gescreenshottet. Ja. Und dann die letzte Stufe, schön mit anständigen Wegen, das Häuschen schön gemacht, die Mauer richtig hochgezogen. Und da kann man dann so sein Handwerk ausüben, etc. pp. Mal gucken, wie das macht. Also es wird auf jeden Fall cool. Also man sieht schon, das sieht alles richtig schön aus. Also allein, wenn man sich den Nebel hier mal anguckt, Nebel, sag ich schon, das ist ein Mond. Sanchez, du böser Junge, das ist ein Mond, das sind 2 Monde. Blablabla. Ja, ja, wenn man sich das mal anguckt, das sieht schon echt... Ah. Ich liebe die Abernico selten wegen seinem Himmel. Also diese ganzen... Sphären, die da so rumgeschwebt sind, das war echt geil. Und Auroren, das sah einfach geil aus in Burning Crusade. Das war gut. Nur die Höllenfeuer hat mir nie gefallen. PS. Nee, aber das sieht schon, also da ist Potenzial drin, definitiv. Das sieht man so. Ja, wie gesagt, die Dings haben wir schon gemacht. Jetzt gehen wir noch kurz mal die Hardcore-Fakten durch. Wo waren sie denn hier? Das Zeitalter der Kriege erwartet. Wartet, genau. Worlds of Draenor enthält neue Kontinent, Draenor, 7 Zonen, eine PvP-Zone. Ja, zur PvP müssen wir mal gucken. Da wollen sie ja, bin ich jetzt nicht so etabliert. Das heißt, ich bin jetzt, eigentlich bin ich am Hut mit PvP, ich bin der PvE-Spieler. Und, ja, Garnison errichten, genau. Charakterstufe, Wertung auf 90. Genau, die Spielcharaktermodelle sollen gemacht werden. 6 neue Dungeons und 2 neue Schlachtzüge sind schon mal drin, das ist schon mal richtig klasse. Heroische Version, 2 klassische Dungeons, ich glaube, was war denn das? Ich glaube, Stratholm war das, glaube ich, ja. Was, Stratholm? Ich glaube, Stratholm wird refreshed, genau, noch einer, aber ich weiß nicht, welcher das noch war. Ja, neue Herausforderungen ist klar, neue Schlachtfelder und Weltboss ist auch klar, neue normale und heroische Szenarien ist auch klar. Stufenbegrenzung hat auf Level 100. Neue Klassentalente und Fähigkeiten-Boni. Wie gesagt, so viel ist jetzt noch nicht bekannt. Verbessertes Quest-System und 100 neuer Quests. Ja, verbessertes Quest-System. Darauf bin ich auch selber mal gespannt. Ja, könnt euch momentan hier, wenn ihr Battle.net-Account habt, direkt hier Warlords Draenor eine Beta-Anmeldung machen. Da müsst ihr wieder einen Beta-Opt-In-Button drücken, eure Computerdaten hochladen und dann kriegt ihr das auch. Also echt schon nicht schlecht. Wir können uns nochmal die Artbox schnell angucken hier. Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt von dem Spiel, könnt ihr hier noch euch das Interview mit den Entwicklern ansehen. Morgen Web spricht er mit dem Game Director Tom Chilton, Lead Encounter Designer Ian Hatzikostas und Senior Art Director Chris Robinson. Oder, ja, Chris Robinson, genau. Und ja, das ist doch ganz interessant. Wenn ihr mehr zu PvP wissen wollt, könnt ihr hier Worlds of Draenor einen Blick auf PvP. Dungeons und Schlachtzüge, da könnten wir, glaube ich, mal raufgehen. Dann gucken wir mal ganz kurz nach,
was wir dann so Schönes haben. Da sehen wir mal die Schlachtzüge. Hier haben wir zum Beispiel Blutschläger-Schlackemine. Aha, Schwarzfelsdepot. Auch Hondien. Oh, auch Hondien ist auch wieder dabei. Das ist geil. Araucoa-Spitzen, Schattenmond-Grabstätten, Eisenkaserne. Ohoho. Neuauflage, obere Schwarzfeldspitze. Oh, das ist ja schön. Das ist doch schön. Das war damals eine schöne Instanz, ja. Mhm. Schlachtzüge, Schwarzfelsfabrik, Hochfels, Weltbosse. Flex lebt, ja, genau. Hier sehen wir mal, was passiert übrigens, genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt, denn im Red-System wird auch einiges getan. Wir haben zum Beispiel eine Schlachtzugstruktur, sieht man mal. Der Schlachtzugsbörser ist jetzt von 10 bis 25. Ja, der hat jetzt variabel, können es 10er werden oder 25er. Ich weiß allerdings noch nicht, ob man beide direkt gehen kann, da müsste ich mir das alles mal durchgehen. Aber auf jeden Fall wird der normale Raid wird ersetzt komplett eigentlich durch den Flexible Raid. Das heißt, ist jeder normal jetzt flexibel. Das heißt, 10 bis 25 Spieler, 10 müssen es mindestens sein, 25 dürfen es maximal sein, dazwischen kann man variieren. Denn irgendwie ist das gut angekommen mit dem Flexible Raid, dass man nicht immer ständig 10 Leute haben muss, 25, 10 oder 25. Das ist schon ganz gut, wenn man sagt, okay, wir haben da noch einen, der würde gerne mitgehen, aber eigentlich kann er nicht mitgehen, weil kein Platz mehr ist. Ja, und dann haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir halt den Flexible Raid. Denn Flexible ist halt, wie gesagt, ganz gut, wenn zwei Leute noch mitgehen wollen, aber keine 25 habt, sondern nur 12, 13, was ich, 11, aber mindestens 10 halt, ist das schon ganz praktisch. Was natürlich ein bisschen aufregend ist, halt natürlich, der Normal Raid ist dann auch weg. Also Normal wird halt im Endeffekt, wird das jetzt so heroisch, da geht es so heroisch 10 bis 25 und ja, heroisch ist dann im Endeffekt der mythische. Mythisch aber diesmal nur für 20 Leute, nicht für irgendwie 25, sondern 20. Ja, das wird viele große Raid-Gehen wahrscheinlich ein bisschen zerstören, denn viele haben 25 und die müssen jetzt die ganzen Leute, die normalerweise immer mitkommen, weil die haben ja auch eigentlich Reserve auf Lager, also so, was ich, 5 Spiele oder so im Hintergrund, wären dann schon 10 Spieler, die wahrscheinlich dann nicht spielen können gleichzeitig. Das ist schon ein bisschen kritisch, da hat Blizzard schon ein bisschen, muss man mal gucken, wie das ist bei den großen Gehen. Das ist schon ein bisschen hart angesiedelt. Also ich finde, ja, ist okay. Ich habe sowieso eine Heroik gemacht. Ich bin ja eh nicht so der Typ für Raider. Eigentlich so lieber immer so flexibel so ein bisschen, weil die Zeit auch nicht so ganz passt dafür. Ja, genau. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was man so groß jetzt zu Warlords of Draenor erzählen kann. Hat jetzt auch ganze 20 Minuten gedauert. Ja, und was soll man noch groß sagen? Wir gucken, können ja nochmal hier den Trailer uns angucken zu Warlords of Draenor. Den hauen wir einfach nochmal mit rein. Ja, und dann würde ich sagen, war's das für heute. Guckt ihn euch einfach nochmal an. Ich hau ihn jetzt hier nochmal rein. Auf Wiederhören. Unsere Bestimmung. Eine Flut aus Blut und Eisen wird sich über diese Welt ergießen und über alle anderen.
eisern, unser Wille unbeugsam. Wer soll uns die Stirn bieten?